Steffen? Ja? Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar aktuell ja, sind da so viele Leute krank, erkältet, schnupfen und was weiß ich nicht. Hast du da irgendwie mal einen Tipp für die Leute? Was können die dagegen tun, selbst machen? Also das Allerdollste ist, sprich ein bisschen westfälisch, ist, dass du vorbeugend was machst. Sobald die Nase kribbelt, sobald die, du dich räusperst, dann gehst du auf die TCM-Punkte, und das ist ja eines der ganz wichtigen Themen, dann mach das doch. Gib mir doch mal dein Punzel, dein Mikro, dann kann ich besser sprechen. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig, dann kannst du ruhig mal aufnehmen, wie das uns so vom Live her, live gesehen, wie das so immer ist mit uns. Geht das so? Ja, das passt. Ja. Also, grundsätzlich ist so, ich wollte das mal gerade so aufschneiden hier, das ist ein Filzstift, und der hautverträglich ist. Es ist jetzt so, dass du ganz bestimmte Punkte drückst und vorbeugend behandelst. Also was sich da bewährt hat, ist der Schnupfenpunkt. Der Schnupfenpunkt, der erste, dann gibt es einmal so ein Programm. Wenn du die drückst mit Metall oder mit den Daumen her, die zeige ich euch mal ganz kurz, dann bekommen die das draußen auch mit. Und dann zeige ich mal, was mir unheimlich hilft. Und wenn wir das weitergeben, dann gibt es auch weniger Krankenscheine bei uns. Also, ich setze mich mal hier so ein bisschen zurück. Ja, so. Geht das so? Ja, also der allerwichtigste Punkt, das ist hier der Dictam 4 gegen Schnupfen. Der ist, wenn ich jetzt hier so die beiden, den Daumen, den Zeigefinger zusammenpresse, ist das die höchste Erhöhung. Und die markiere ich mal eben hier. Ich hoffe, dass der noch reagiert, der Stift. Da ist das. Und dann gehe ich dann da mit dem Zangengriff so drauf und massiere den so. Und das macht man regelmäßig. Wenn die Nase kribbelt oder man hat das Gefühl, da baut sich wieder was auf, dann wird dieser Punkt regelmäßig 10, 20 Sekunden mal mit diesem Zangengriff massiert. Die andere Seite genauso, da drauf und so massieren. Das kannst du im Bürotisch, das kannst du während der Arbeit, ja, mal kurz, oder wenn man sich gerade so unterhält, 10, 20 Sekunden schön langsam zirkeln, darf ruhig ein bisschen wehtun. Und den Punkt findest du mit den Daumen immer. Da ist so ein Punkt, der strahlt so richtig schön auf. Der nächste Punkt, das wäre der Lungenpunkt. Der Lungenpunkt, der sitzt ungefähr hier. Du findest den zwei Finger von dir, von der Falte hier, der ersten Handfalte, da so hin. So, und dann gehst du da so drauf. Und das ist der Lunge 7 Punkt. Auch wieder im Zangengriff. Und dann gehst du so drauf und zirkelst den so. Und den findest du am besten, wo er am meisten empfindlich ist, das ist der Punkt. Und der strahlt jetzt bei mir aus. Der zieht sich bis zum Bizeps hoch, also bis hierhin, und strahlt so aus. Also wieder da drauf, 10, 20 Sekunden so zirkeln. Das sind die beiden Supermeisterpunkte. Dann gibt es aber auch noch einen Punkt, der ganz wichtig ist. Das ist Lunge 1, der erste Punkt, der sitzt hier oben. Den kannst du auch mit dem Finger drücken oder so massieren. So, ja. Richtig schön massieren. Der ist ein bisschen empfindlich, aber der soll ruhig empfindlich sein. Bisschen so zirkeln, massieren und mal ein bisschen gucken, wo er am meisten empfindlich ist, das ist er. Also hier war er schon richtig bei mir. So 10, 20 Sekunden so zirkeln und dann natürlich auf die andere Seite, damit es keine Schlagseite gibt. Also da genauso zirkeln. Dann gibt es noch einen Verstärkerpunkt. Also wir reden jetzt gerade von Lunge, Dickdarm. Das hat immer was mit der Erkältung zu tun, der Lungenmeridian und der Dickdarmmeridian. So, jetzt gehen wir mal auf die Niere. Die Niere, die sitzt hier unten, das ist Niere 6, so. Und das ist hier, das findet auch jeder, das ist hier dieser Knöchel. Und genau unterhalb in der Mitte von diesem Knöchel, da sitzt die Niere 6, so, da. Das schreibt er nicht. Auf jeden Fall ist er da, doch, jetzt sieht man es, da so. So. Und wenn man da auf diesen Punkt entweder mit den Daumen so massiert oder auch mit einem Metall, mit einem Löffelstiel, dann haben die Älteren mehr Kraft. Das geht darum, dass man den so massiert, entweder mit dem Zeigefinger so richtig zirkeln oder mit einem Schlüssel oder Metall so. Ich hole mir mal hier vorne, kannst du auch irgendwas anderes Metalliges nehmen, ja,
Also ob das jetzt eine Schere ist oder so. Ich greife mal gerade hier rüber. Ich habe gerade unsere OP-Schere. Ja? Gehen wir mal hier so drauf. Und das kann man überall machen. Dann hast du hier mehr Kraft. Du brauchst nur ein bisschen Metall. Und dann gehst du da so drauf. Also kann auch der Löffelstiel sein, eine Gabel. Und jetzt der strahlt jetzt aus, weil ich das mit Metall mache. Der strahlt bis hier oben hin aus. Und bis da runter. Dann zirkelst du so 10, 20 Sekunden. Wenn du mit Metall arbeitest, hast du noch eine größere Wirkung. Und wichtig ist, dass man genau trifft. Und dann werdet ihr erstaunt sein, ihr könnt euch eine ganze Menge Erkältungskrankheiten sparen. Die TCM ist einfach, die erlebt ein neues Zeitalter, was man alles machen kann. Ob du jetzt noch durch irgendeine anderen Sachen da ständig dich nicht wohlfühlst, die Erkältung geht nicht weg, du hast einen chronischen Schnupfen, mach es. Es verschwindet mit der Zeit. Es gibt natürlich noch andere super Sachen, ja. Aber diese Punkte wären eine super Maßnahme, die du selber durchführen kannst. Also wenn euch das gefallen hat, dann habe ich immer dasselbe Theater, dann Daumen hoch, folgt uns, abonniert uns und ihr lernt bei uns richtig was. Tschüss.